So, da wären wir wieder. Und wir stehen jetzt vor der Qual der Wahl. Also einmal natürlich den Helden auswählen und die sieht doch schon mal cool aus. Ein Basketball spielende Barbarenkönigin. Ja, die anderen sind nicht so toll. Aber ja, Qual der Wahl eigentlich eher, was wir jetzt noch dieses machen wollten. Wollen wir jetzt grinden und bessere Ausrüstung holen oder wollen wir zigtausendmal an den Boss sterben, bis wir endlich gelegt haben? Ja, weiß ich nicht. Aber hat man so einen großen Charakter spielen, hatte Vor- und Nachteile. Vorteil, man kann mehr Gegner treffen, weil das Schwert länger ist. Nachteil, man wurde, glaube ich, einfach getroffen. Kriegen wir schnell. So, wie viel Gold haben wir? 9777. Zuerst mal ganz kurz gucken, was wir verändern müssen, weil wir jetzt im Barbar spielen. Schwerter. 10 Gold Bonus und dafür 32 weniger Schaden. Nee. Hier wollen wir was ändern. 10% Gold Bonus. Ohne Nachteile. Warte mal. Also das Cape macht jetzt 30 Lebenspunkte, 4 Crit Prozent Chance, 15 Crit Damage Chance. Crit Damage. Das hier macht alles, was das da macht. Und noch 10% Gold dazu. Ja. Also jetzt nicht für unseren Barbaren gerade. Die braucht eher Vampirismus. Warte mal. Wenn wir jetzt den Boss legen wollen würden, würden wir mit dem Blutcape 30 Lebenspunkte verlieren. Jedes Mal, wenn wir einen von diesen kleinen Magiern umbringen, kriegen wir dadurch einen Lebenspunkt wieder. Das heißt, wir müssten 30 Magier umbringen. Nee, das wird nichts. Wir hätten ja das hier. Also im normalen Spiel finde ich die Blutdinger doch recht praktisch. Weil wir ja sehr viele Gegner umbringen. Aber jetzt beim Boss werden wir keine 30 Magier umbringen. So, 1, 2, 3. Ja. Und das Ding da. Was brauchen wir noch? Mehr Magie? Nö. 10% Gold. Mehr Magie? Nö. Da haben wir schon das Beste. Der Guardian Helm. 35 weniger Lebenspunkte dafür. Knapp 20% mehr Rüstung. Wobei wir nicht wissen, wie viel genau Rüstung umändert. Also wie viel weniger Schaden wir bekommen. Naja. So, Runen sollten wir genauso beibehalten. Da kann man nichts verbessern. Also haben wir jetzt noch 3000 Gold über. Und dafür hätte ich gerne... Oh, warte mal, der Schrei von den Barbaren könnte sehr praktisch sein. Also wir könnten zweimal Mana aufstufen. Könnten wir einmal mehr schreien? Naja, mehr zuhauen. Zuhauen ist viel wichtiger als Barbar. Und die 947 müssen wir jetzt in den Tonnen treten. Das ist natürlich schade. Aber hilft nichts. So. Da. Riesen Basketball spielender fliegender Paladin in Türkis, Orange, Gelb, Grüner, Pinker Rüstung. Das kann doch noch was werden. Mit 660 Lebenspunkten. Das sieht schon besser aus als bei dem Spelunki, der letztes Mal versuchte, den Boss zu töten. Und wir wollen jetzt gleich hoch zum selbigen. Zing. Wow. Nee, zu dir wollen wir nicht. Obwohl, du bist so ein Halbboss, ne? Warst so ein Halbboss. Dann nehmen wir doch mal die ganzen Münzen hier mit. So. Hühnchen brauchen wir nicht. Ja. Ja, alle Gegner besiegen. Oh, du bist so ein Übereismagier. Nicht mehr lange. Oh. Ja, das meine ich mit dem Problem. Normalerweise kann man bei diesen Plattformen hier ganz leicht hochspringen, dann Angriff drücken
dann trifft man die über sich. Aber da wir so groß sind, berühren wir deren Füße und kriegen Schaden. Warum auch immer deren Füße und Schaden machen. Aber na gut. So, Münzen, 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 Münzen. Truhe öffnen. Klick. Und Fliegenrune für den Bracer. Ja, nö, da haben wir Blut drin. Ist viel toller als Fliegen. Oh. Und da hätten wir, glaube ich, normal auch überspringen können. Also ja, es könnte problematisch werden. Zumal bei dem Boss ja doch sehr viele Gegner nachher rumschwirren. Aber wir werden das so machen müssen. Wir teilen den großen Block. Oh, warte mal. Au. Also von denen hier werden wir nicht getroffen. Die gingen einfach durch unseren Kopf durch. Also ja, ich weiß nicht hundertprozentig, ob wir mehr Trefferfläche haben oder nicht. Ah ja, genau, Boss. Also, wir hauen den großen Blub in zwei dezent kleinere Blubs. Und dann konzentrieren wir uns auf einen von den dezent kleineren Blubs. Teilen den auf, gehen dann auf das nächstkleinere, nächstkleinere, so lange, bis wir auf der ganz kleinsten Stufe sind und hauen den kaputt. Und dann gehen wir auf das nächstkleinere, nächstgrößere. Weil wenn wir einfach nur wild durch die Gegend schlagen, haben wir nachher so dermaßen viele Blubs von verschiedenen Größen. Das wird einfach nichts. Also ja, wir weichen Geschossen aus, gucken, wo der kleinste Blub momentan auf der Karte ist und bringen den dann um. So, euch lasse ich mal stehen für später, wenn es einen später gibt. Ihr werdet jetzt alle sterben. Die Geschosse sind mir egal, ihr macht eh keinen Schaden. Wow. So. Menno. Wir sind volle Lebenspunkte. Ich mag die erste Etage. Die ist richtig schön entspannend. Klick. Und schneller laufen in der Brust. Oh. So, ihr ganzen Feuermagier, weg mit euch. Alle Gegner besiegen. In einem Bereich, wo wir sie nicht besiegen können. Nope, das kennen wir nur zu gut. Aber ich hätte jetzt wirklich gerne einen Bereich zum... Warum gehe ich eigentlich zum Turm? Wir wollen nicht zum Turm. Wir wollen in die Hölle. Hölle ist irgendwie genau andere Richtung, oder? Nee. Also runter, runter, runter. Ist alles Gold. Und dafür, dass wir da eigentlich gar nicht hin wollten, haben wir jetzt schon 1800 Gold zusammengesammelt. Kann man nicht meckern. Also, klar kann man, aber wie sinnvoll das dann ist, die Frage. So, hoch wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen kaputt machen. Das sieht doch gut aus von wegen runter. Au. Lebenspunkte sind immer noch gut. Hey, warum hältst du einen Treffer von mir aus? So ist das nicht geplant. Hallo, korrupte Lord. Bye, bye, korrupte Lord. Und 2400 Münzen. Also ja, wir sind schon relativ mächtig. Deswegen wäre es wohl echt ein bisschen unfair, wenn wir jetzt noch mehr grinden würden. Und dann erst den vierten Boss versuchen. Weil irgendwann ist auch die Herausforderung dann weg, ne? So, flieg! Oh. Flieg nicht genau in die Stacheln rein. Danke. So, Lebenspunkte sind gut. Hölle. Boss suchen. Yeah. Du bist nicht der Boss. Oh. Aber mit dem Dash kommen wir ganz gut rüber. So. Zing, 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 zing. Au. Ich hoffe einfach mal, der Boss ist nicht in der Richtung. Alle hopp. Au. Erstmal das Auge töten. Ja, dann ist hier irgendwo ein Magier, der muss als nächstes sterben. Aha. Au, da ist ja noch einer von denen.
Was zur Hölle? 4 Treffer hat er ausgehalten. Au. Au. Gehst du mal weg da? Hey. Schubst mich immer wieder runter. Okay, dann halt auf die unfaire Methode. Kaputt, kaputt. Gold im Eimer. Yeah. Das sind extrem viele Stacheln hier. Oh. So, Lebenspunkte sehen so lala aus. Aber ich hoffe, das kriegen wir gleich hin, wenn die Pferde hier tot sind. Genau. Oh, kaputt, kaputt. Kaputt. So, was mit dem letzten Pferd? Kommen wir da ran? Nicht so wirklich. Ich probiere was Lustiges. Hat nicht geklappt. Mein Plan war gewesen, den Schrei zu benutzen, um das Pferd in die Stacheln zu schubsen. Aber das ging nicht so ganz auf. Ja, kaputt. Ein Zomboner. Klingt irgendwie anrüchig. Ja. Lebenspunkte sehen nicht mehr so toll aus. Aber sobald wir den Boss gefunden haben, was ja nicht mehr lange dauern dürfte, können wir jetzt zurück ins erste Gebiet. So. Alle Gegner besiegen. Das sind wieder versteckte Gegner. Ajo. Ihr seid doch unfair. Au. Au. Da ist nur so Durchgang für den Zwerg, okay. Der Boss ist schon mal nicht unten. Jedenfalls nicht hier unten rechts. Also wir müssen ganz weit zurücklaufen. Oh. Oh, sehr schön, Hühnchen. So. Hier links auf die andere Seite. Ohne dabei einen von diesen netten Kameraden hier zu treffen. Kein Hühnchen. Oh, Stachel, Stachel. So, und jetzt von hier aus ganz... Oh. Unten. Rechts oder links. Erstmal andere Seite gucken. Wir müssen ja nicht unnötig gegrillt werden. Oh. Komm her. Ja, komm her. Oh, sehr schön. Ganz viel Gold. 5300. Obwohl wir eigentlich gar kein Gold farmen wollten. So muss das sein. Einfach Spaß haben, dann kommt der Rest von alleine. Oh, keinen Schaden nehmen. Wollen wir das dann wieder versuchen? Ich weiß noch, das letzte Mal war hier sehr frustrierend. Oh. Da war ich ganz unten angekommen und genau dann... kam von oben eine Kugel noch runter. Oh, ja, vorbei. Au. Oh, 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 oh. Au, wo kommst du denn her? Doofer Bluff. Du sollst hier nicht sein. Du sollst hier nicht sein. Oh. Schade, das wäre richtig gut gelaufen, wenn das kleine Feuerchen nicht da gewesen wäre. So, die Größe müsste der Boss nachher haben, damit wir ihn teilweise zerstören können. Lowite. So, keine Feuerhaufen hinterlassen. Oh. Die Stacheln geflogen. Treffen wir dich? Nein. Wir treffen dich von hier. Hey!
Du war Zombie. So war das nicht geplant. Ich wollte doch das Pferd töten, ohne dass es sich wehren kann. Darfst du doch nicht einfach so dem Pferd helfen.